Hallo, herzlich willkommen bei Nachschlag. Das Thema heute ist Armut, einer der ganz wichtigen Begriffe der sozialen Arbeit. Wenn Menschen das Wort Armut hören, gibt es viele Assoziationen, eine Bandbreite an Vorstellungen. Manche denken, Armut ist eigentlich nur eine finanzielle Notlage. Andere assoziieren mit Armut aber auch Arbeitslosigkeit oder beengte Wohnverhältnisse oder mangelnde Teilhabe an gesellschaftlichem Leben. Deshalb ist es wichtig, Armut zu definieren. Was ist eigentlich Armut und welche objektiven Kriterien gibt es eigentlich dafür, wann ein Mensch arm ist? In Deutschland ist die Regelung wie folgt: Wer in einem Haushalt lebt, dessen Nettoeinkommen weniger als 60% des Mittelwerts der Einkommen der Bevölkerung beträgt, der gilt als armutsgefährdet. Also wenn das Geld, das mir am Ende von allen Abzügen zur Verfügung steht, weniger ist als 60% des Mittelwertes des Einkommens der Bevölkerung, dann bin ich armutsgefährdet. Wenn ich weniger als 50% dieses Wert habe, dann bin ich schon in der Armut drin. Als Beispiel ein Single-Haushalt. Für den wäre das weniger als 892 Euro im Monat. Für eine Familie mit zwei Kindern sind das weniger als 1.872 Euro im Monat. Armut bedeutet aber nicht nur Zahlen zu spielen und Zahlen zu drehen, sondern Armut ist ein konkretes Problem der Lebenswelt von Menschen. Deshalb hat sich in der Armutsforschung auch ein besonderer Ansatz herausgebildet, nämlich der sogenannte Lebenslageansatz. Pete Townsend, der Begründer dieses Ansatzes, definiert Armut wie folgt: Arm sind Menschen, wenn ihnen die Mittel fehlen, hinsichtlich Ernährung, gesellschaftliche Aktivität, Einkaufs- und Unterhaltungsmöglichkeiten so zu leben, wie dies in der Gesellschaft, der sie zugehören, üblich ist. Das heißt, Armut bedeutet vor allem ein Mangel an gesellschaftlicher Teilhabe. Ich kann nicht mithalten, ich kann nicht so leben, wie das in der Gesellschaft, der ich zugehörig bin, vorgesehen und üblich ist. Das heißt, Armut geht immer einher mit einem Ausschluss von normalen Lebensgewohnheiten und Aktivitäten. Ich kann nicht das machen, was in der Gesellschaft üblich ist und was der Durchschnitt der Bevölkerung tut. Der Lebenslageansatz betont immer wieder auch die Folgen von Armut. Armut, so zeigen Studien, hat ganz konkrete Auswirkungen auf das Leben von Menschen. Zum Beispiel gibt es bei armen Menschen einen Mangel bei Ernährung und bei Gesundheit. Arme Menschen leben, statistisch gesehen, tatsächlich kürzer als Menschen, die nicht arm sind. Und arme Menschen, das betrifft vor allem Kinder und Jugendliche, erfahren immer wieder soziale Ausgrenzung, wenn sie arm sind, wenn sie sich nicht das leisten können, was gerade angesagt ist und mit ihren jugendlichen Gruppen nicht mithalten können. Zum Schluss gefragt, welche Menschen sind denn besonders von Armut betroffen? Dort spielt das Thema Bildung in Deutschland eine ganz große Rolle. Vor allem sind die höchsten Armutsquoten dort zu finden, wo Menschen keine Ausbildung haben. Das heißt ungelernte Arbeiter, Hilfsarbeiter beispielsweise, die ganz schnell in Armut rutschen können. Und auch alleinerziehende Familien, das heißt eine Mutter oder ein Vater mit einem Kind, ist von Armut betroffen, weil es eine Doppelbelastung ist, nämlich die Erziehung des Kindes und gleichzeitig arbeiten gehen zu müssen. Armut, in diesem Zusammenhang wichtig zu betonen, wird auch sozial vererbt. Es ist nämlich so, dass Kinder aus armen Familien häufig auch einen geringeren Bildungsabschluss haben, zum Beispiel nur die Hauptschule besuchen, als Kinder aus reichen Familien. Wenn diese Kinder dann einen geringen Bildungsabschluss haben oder vielleicht sogar gar keinen, sind sie dann wieder besonders armutgefährdet. Weil Armut in dieser Weise weitergegeben wird, ist Armut natürlich nicht nur ein Thema der Soziologie, sondern auch der Pädagogik. Armut also ein spannendes Thema. Mehr dazu im Gespräch mit Eva Schuster. Ja, hallo. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Wir haben heute einen ganz besonderen Gast, nämlich Eva Schuster. Eva Schuster ist Professorin für Theorien sozialer Arbeit und mit ihr würde ich gerne heute über ein ganz wichtiges Thema der sozialen Arbeit sprechen, nämlich über Armut. Armut, einer der wichtigsten Begriffe unserer Profession. Und ich würde vielleicht ganz einfach beginnen mit der Frage, wann ist man in unserer Gesellschaft arm und was bedeutet Armut eigentlich? Also ich danke dir herzlich, dass du mich eingeladen hast. Das finde ich nett. Ich freue mich auf das Gespräch. Wann ist man in unserer Gesellschaft arm? Wir haben sowohl in der Politik wie auch in der Wissenschaft verschiedene Armutsbegriffe. Es ist auch nicht so ganz leicht für Studierende, sich da so durchzufinden, das muss man sagen. Zwei Begriffe sind aber relativ häufig und die würde ich vielleicht ganz kurz erläutern. Das eine ist der Begriff der absoluten Armut. Der wird eigentlich nur noch im entwicklungspolitischen Bereich, im Kontext behandelt. Und der meint wirklich eine tatsächliche Mangelsituation, die bei einem Menschen in Bezug auf das Einkommen vorliegt. Also die Weltbank hat da eine Marge gesetzt und die liegt bei 1 US-Dollar 90. Das ist die Marge. Wenn man darunter fällt, ist man nach weltweiter Definition arm. Mhm.
Relative Armut ist natürlich etwas anderes. Das sagt erstmal gar nichts über tatsächliche Armuts-, also über Mangelsituationen aus. Ist es eher so etwas wie eine Differenz zwischen dem Einkommen, das jemand hat, und dem gesellschaftlichen Standard eines Einkommens. Für uns ist in der Regel besonders interessant der sogenannte Median. Das bedeutet, hier wird berechnet, was ist ein statistischer Mittelwert, nicht ein rein statistischer, der ist bereinigt, und wie verhält sich das Einkommen dieses Menschen dazu? Und davon leiten sich jetzt die verschiedenen Armutsbegriffe ab. Ja. Man kann in einem relativ reichen Land arm sein, obwohl man trotzdem einigermaßen Geld hat, weil die relative Armut dann ganz anders ist als in einem Land, wo man tatsächlich, ich sage jetzt mal, richtig arm ist und in der absoluten Armut lebt. Ja, wobei richtig arm ist immer so ein Thema. Ja. Das andere ist auch richtig arm, nur auf eine andere Art. Das ist eher ein Armsein der sozioökonomischen Art. Ja. Ja. Trotzdem sind die Zahlen nicht unspannend, auch in Deutschland. Also dieser Median, die Zahl ist derzeitig bei 1564 Euro. Und das bedeutet, wenn ich 60% dieses Wertes in Deutschland habe, dann habe ich diese Armutsgrenze erreicht. Ja. Das heißt, das Armutsgefährdungsrisiko beginnt dort. An diesem Betrag. Und das geht dann systematisch nach unten. Also ein weiterer Wert, den ich auch noch wichtig finde, das sind dann diese besagten 60%, ist das Existenzminimum. Da sind wir bei 43%. Das ist schon arg wenig. Auch da aktuell ist das ein Betrag von 614 Euro. Aber auch da ist man immer noch nicht nach unseren Definitionen arm. Arm ist man, wenn man noch darunter fällt. Hier sind wir bei 40% dieses Medians. Und der Wert ist aktuell 571 Euro. Ich finde die Zahlen spannend, weil wenn man sich das mal so auf der Zunge zergehen lässt, was das heißt, davon leben zu müssen, dann hat man zumindest in etwa eine Einschätzung, was für Einschränkungen verbunden sein könnten. Was da noch gar nicht drin ist, das sind die Menschen, die von Arbeitslosengeld II und Sozialgeld leben. Also das, was wir Hartz IV nennen allgemein. Und das sind nochmal 4.255.000. Ob die überhaupt arm sind, darüber wird in der Politik diskutiert. Bleibt offen. Für die soziale Arbeit ist es auf alle Fälle definitiv ein Thema. Das heißt, dieser Betrag, 571 Euro hast du gesagt, wäre die Armutsgrenze. Das heißt, das ist das, was einem Menschen im Monat zur Verfügung steht, wenn er diese Grenze gewissermaßen erreicht hat. In Deutschland. Was ja lebensweltlich schon ziemlich viel bedeutet. Das kann man nicht anders sagen. Gibt es bestimmte Personengruppen, von denen du sagen würdest, dass sie besonders bedroht sind von Armut? Also wer muss besonders aufpassen, gewissermaßen nicht unter diese Schwelle zu kommen? Das folgt eigentlich so der Systematik unserer Möglichkeiten in Deutschland. Wir sind nun mal ein Land, das wenig natürliche Ressourcen hat, also ist Bildung bei uns eine extreme Ressource. Also wer ist dann gefährdet? In erster Linie ganz schlimm Schulabbrecher, sind fast 20%. Ja, die dann arm werden. Ja. Aber auch gering qualifizierte oder überhaupt die keine formale Bildung haben. Das gilt dann natürlich auch für Migranten mit geringen formalen Qualifikationen. Aber auch Schwangere und Alleinerziehende, überwiegend Mütter, hier auch nicht unspannend, 40% der Alleinerziehenden leben tatsächlich von Sozialhilfe. 40%? Also eigentlich von Hartz IV, man müsste sagen von Arbeitslosengeld II. Die richtig armen Gruppen, also die gravierend armen Gruppen, sind tatsächlich die Alleinerziehenden und auch Familien mit kleinen Kindern, mit vielen kleinen Kindern. Und hier nochmal besonders arm Migrantenfamilien, weil da kumulieren die Probleme von geringerer Bildung, den vielen Kindern und möglicherweise noch anderen Aspekten. Das sind so grob die Gruppen. Vielleicht kann man auch noch erwähnen, dass ganz besonders betroffen sind Kinder in diesem Zusammenhang. Ja. Wir müssen im Grunde genommen sagen, dass rund 20% aller Kinder in Deutschland auch von Sozialgeldern leben. Und wir eine ganze Reihe von Studien haben, die aufzeigen, dass mittlerweile so je nachdem jedes sechste, siebte Kind durch die Bundesrepublik verteilt in Armut leben oder an der Armutsgrenze. Das wird dann häufig auch zusammengenommen, je nachdem, welches Interesse an der Interpretation der Daten besteht. Man erschreckt so ein bisschen bei den Zahlen, wenn man sagt, wir sind ein sehr reiches Land,
Wir sind wirtschaftlich eigentlich sehr stark und trotzdem, wenn du die Zahlen so vorlegst, dann ist es ja schon ziemlich erschütternd eigentlich, wie viele Kinder in Armut leben und wie viele Menschen von Armut bedroht sind oder in Armut leben. Also es ist im Grunde so, dass wir das schon alles sehr lange wissen. Ja. Da gucken wir auf 30 Jahre, 40 Jahre zurück. Und wir sind immer am unteren Ende der OECD angesiedelt und wir haben durchaus schon, ich sag mal, Mahnungen bekommen. Wir mögen doch unterprivilegierte Menschen, bildungsferne Menschen, Migranten stärker integrieren. Es gelingt uns nicht wirklich, das muss man sagen. Die AWO hat eine Studie rausgegeben, die in diesem Punkt besonders deutlich war. Wenn also zum Beispiel der Haushaltsvorstand, meist wird der Vater genommen, wenn der einen Hauptschulabschluss hat, ist die Chance, dass das Kind aufs Gymnasium geht, etwa 30%. Ja. Hat aber der Vater einen gymnasialen Abschluss, dann sind das über 60%. Ja. Das heißt, das Schulsystem kombiniert sich wunderbar in Form sozialer Vererbung und zu Ungunsten der Chancen von Kindern. Das heißt, Armut wird reproduziert durch unser Bildungssystem, uns wird sozial vererbt, muss man sagen. Durch Sozialisation wahrscheinlich, durch Erziehungsprozesse. Das ist eine Vielzahl von Aspekten, die da eine Rolle spielen, das denke ich schon. Aber wir müssen ja gucken, an welcher Stellschraube kann man drehen, und Schule wäre so eine. Ja. Bevor wir über die Frage kommen, was wir tun können, vielleicht nochmal, du hast es schon angedeutet, die Frage, welche lebensweltlichen Auswirkungen hat Armut? Also was sind die Hauptprobleme von Menschen, die arm sind? Und wie ist das Leben gekennzeichnet von Menschen, die in Armut leben? Was würdest du da als Wichtigstes sagen? Als Wichtigstes? Also zum einen glaube ich, dass es uns insgesamt ein bisschen daran fehlt, zu verstehen, welche Bedeutung hier Scham und Schuldgefühle haben. Ja. Häufig werden zum Beispiel eher bildungsaverse Entscheidungen von den Eltern getroffen, ein Kind doch eher in eine niedrigere Schule zu geben, weil sie Angst haben vor weiteren Verletzungen, sozialen Verletzungen, dass die Scham eher nach dem Motto, wir fördern gar nicht erst, dann kann auch nichts schiefgehen. Okay. Und es gibt natürlich auch so eine starke Dichotomie, die sich auch nicht ohne weiteres auflösen lässt. Mhm. Also das Gefühl, wir hier unten, wir können uns auch anstrengen, im Rahmen der Möglichkeiten, nur es passiert nicht so furchtbar viel. So eine Hoffnungslosigkeit, dass man sagt, wir lassen es, weil es bringt eh nichts, kann man beobachten. So eine Hoffnungslosigkeit. Und natürlich, gerade wenn man sieht, dass das Bildungssystem so viel, so ungünstige Situationen prägt, dann ist natürlich die eigentlich zentrale, zukunftsfördernde Ressource, die wird natürlich verschwendet. Es gibt jetzt eine ganz neue Studie, die mich also auch wirklich betroffen gemacht hat. Kinder aus Armutsfamilien neigen stärker als andere Kinder dazu, sich nonverbal zu äußern. Ja. Das ist in der Schule ungünstig ohne Ende. Ne? Klar, weil alles auf Sprache basiert und auf mündliche Teilnahme. Mhm. Mhm. Ja. Was heißt, sie äußern sich nonverbal? Wie kann man sich das vorstellen? Dargestellt wird so etwas, dass sie unter Umständen sehr aufmerksam sind, aber sich nicht melden, also zurückhaltend sind oder unter Umständen auch was mitschreiben, aber nicht wirklich aktiv werden. Mhm. Und ich glaube, es ist immer noch die Hälfte der Zensur. Ne? Mhm. Das heißt, es gibt eine Reproduktion von Armut, es gibt sozusagen eine Vererbung von Armut. Jetzt ist natürlich die entscheidende Frage, wir sind an der Hochschule, was können wir tun in der sozialen Arbeit, um vielleicht nicht zu sagen, wir können Armut endgültig besiegen, aber was können wir tun, um dem ein bisschen zu begegnen? Was würdest du sagen? Also besiegen können wir sie sicherlich nicht. Ja. Das wäre, glaube ich, schon auch Aufgabe der Politik. Ja. Was wir aber tun können, und da sehe ich vielfältige Ebenen, wo das möglich sein könnte. Das eine ist so eine individuelle, eher klientzentrierte Ebene. Da heißt es zum Beispiel aus meiner Sicht ganz klar zu gucken, außerdem Verständnis für die Rahmenbedingungen, muss auch sowas aufkommen wie, hat der Klient alle seine Sozialrechte überhaupt verwirklicht. Ja, das Abprüfen, ob hier noch etwas möglich ist. Auch die konkrete Akquise von Ressourcen. Beispiel wäre zum Beispiel Ferienfreizeiten für Kinder. Hier nochmal ganz klar zu gucken, dass das ein Regelangebot werden kann. Die andere Ebene, eine eher gesellschaftliche Dimension und eher professionell, würde ich verstehen als ein Engagement im Sinne des Trippelmandats. Also, heißt, soziale Arbeit muss sich selber beauftragen. Eine gesellschaftliche Beauftragung haben wir ja bereits, aber muss sich selber beauftragen und ein klares Mandat gegen Armut, aber für die Armen haben, das verbunden sein kann mit Öffentlichkeitsarbeit, aber in allererster Linie auch mit Strategien von Selbstermächtigung. Okay, das heißt, dass wir das zeigen, dass wir das sagen, dass wir das vielleicht auch anklagen, dass so viele Kinder arm sind. Ist das damit gemeint, ist der sozialen Arbeit?
Auch, ja, auch, aber in erster Linie, dann, sonst sind wir zu stark im Opferbereich wieder, müssen eben auch diese Selbstermächtigungsstrukturen, so Empowerment-Strategien, müssen gefahren werden, sodass auch wirklich Teilhabe zustande kommt. Okay. Ja, wir haben ganz viel über Armut erfahren. Ich danke ganz besonders Eva Schuster, dass du heute unser Gast warst und uns so viel erzählt hast über das Thema. Und ich danke natürlich allen Zuschauerinnen und Zuschauern, dass Sie wieder dabei waren und freuen uns auf das nächste Mal. Tschüss!